Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge RTS Multiplayer mit dem Max, Johannes und ich. Hi. Hallo. So, Ja. dann lass uns fahren nach Santa Cruz und Johannes nach San Rafael. So, der Ja. Max, dann ich, dann Johannes. Und Johannes ist leichter als ich, um eine Tonne tatsächlich. Hashtag Betrug. Hashtag Betrug. Ich habe 20 Tonnen leere Paletten und Johannes hat 19 Tonnen Gerät. Max wiegt ja irgendwas mit 40, ne? Hast du gesagt? 43 Tonnen, diese Fräse hier. Also halt die Fräse. Ah, halt die. Halt jetzt die ganze Folge über die Fräse. Ne, das macht ja schon der Trailer. Achso. Stimmt, ja. Schade, dass der Anfänger nicht mehr rausgekommen ist. Hätte einen schönen Unfall bauen können. Stimmt. Schade. Also rein versehentlich, ne? Ah, ja. Schlecht, ja. Nur nochmal einen neuen Bundesstaat erkunden können. Also Early September ist ja so langsam, ne? Ja, stimmt. Ja. Würde ich mit der Hälfte von der Hälfte würde ich da raten. Die Hälfte von der Hälfte haben wir schon fast. Ja, haben wir eigentlich schon erreicht. Wegen Spanien, weil es kommt ja bald Spanien und Portugal zu ETS und Safe gibt es ja wieder ein großes Update für beide Spieler. Das kann passieren. Okay. Das haben sie immer so bis jetzt gemacht. Ja, das sind die Features für beide Spiele dann übernehmen, die sie halt neu haben. Können sie mal schauen, wo sie bleiben. Leute auch gar nicht mehr witzig. Also früher war es irgendwie so in den ganzen Kommentaren immer so ein Meme, quasi, dass die Leute gefragt haben, wann das nächste Update kommt. So ein bisschen, aber seit Anfang des Jahres und mittlerweile sind die Leute echt nur noch angefressen. Mit Recht. Ja, was das SES-Updates raushaut, glaube ich. Nee, das TikTok ist irgendwie so langsam ist. Achso, okay, dann Bullshit, das kann ich nachziehen. Fast dran vorbeigeredet. Weil ich habe nicht aus der Sicht von SES geredet, das ist gar nicht mal so schlecht, dass das hier sowas macht. Ist so nicht. Ja klar, hallo, beide Spiele sind ja quasi gleich. Ja, deswegen. Das ist ja geil, wenn man Settings oder neue Features für beide Spiele bringt. Das ist dann sehr einfach. Aber aus der Sicht von Truckers MP ist es einfach armselig, ja. Weil wir müssen halt auf die ganzen neuen Features verzichten. Zum Multiplayer. Ja. Mein klar, Singleplayer kann man immer von, aber come on. Singleplayer ist ETS bzw. ATS jetzt nicht wirklich. Und ja, es macht mal Spaß, ein bisschen rumzufahren, aber. Ja. Der Tatsache, dass es ja nicht mehr eine Kampagne gibt, also Kampagne. Diese komischen Wannabe-E-Mails da am Anfang. Sie jetzt geile Vibe aus seiner Gegend kennenlernen. Oh ne, die brauchen bloß Fracht. Okay, never mind. Beste, ja. Ja. Der Moment, wenn du dann der Delivery Boy bist, ne, wenn du nicht rein darfst.
du draußen an der Rampe stehen bleiben. Ja. Das könnte den echt noch zum Verhängnis werden. Hm. Weil die Leute sind nicht glücklich darüber. Nee. Wenn man nur einen Entwickler da. Boah. Ja. Sollte man schleunigst sich darum bemühen, dass man mehr kriegt. Oder es einfach ganz einstampfen und sagen, also wir schaffen es einfach nicht. Hm. It ain't much, but it's not as work, ne? Hm. Auch die Tatsache, dass, also was ich sehr erschreckend fand, weil die haben, glaube ich, Anfang August haben sie neue Entwickler gesucht. Mhm. Und dieses, also quasi, das ist ja immer so eine Period, wo du dann deine Zeug dahin schicken kannst und so weiter, wenn du da arbeiten willst. Und diese Period, also diese Zeitperiode, wo man so ein Zeug dahin schicken kann, haben sie erweitert. Das finde ich nicht gut. Wenn man eine Zeitperiode erweitern muss für Bewerbungen, dann ist das immer ein ganz schlechtes Zeichen. Mhm. Hat sich dann nämlich keiner beworben. Ja, ein paar, wow. Safe haben sich so Leute beworben, na, ich arbeite seit einem Jahr in Paint. Ich beginne eine Arbeit. Ja. Programmieren mit Paint, ne? Mhm. Und mit Java. Java ist ja noch in Ordnung, aber... Aber mit Paint kannst du ja gar nicht programmieren, das funktioniert ja gar nicht. Oh, du kannst 1 und 0 malen, hallo? Ja, oh, wow. Was? Nice. Hardcore-Level. Wow. Programmiert für die richtige. Wie heißt die andere, sonst eine andere Programmiersprache? Brainfuck oder so? Brainfuck, ja. Ist gut. Die mit Enter-Taste, Doppelpunkt und Finish-Taste. Genau. Reicht doch. Damit kannst du das nächste AAA-Spiel bekommen. Ein Intel-Test zu viel beziehungsweise unendlich Magazin, ne? Ja, scheiße. Würde sich aber erklären, warum die ganzen, also die meisten Playboy-Spiele alle so kacke sind. Der programmieren die alle mit Brainfuck oder mit LOLcode. LOL. Oder tippen in Word noch mit Panzerschrift. Nice, diese, oh ja. Das ist komisch, eine artificial Sprache in Word. Absolut kein Sinn machen. Ich glaube, diese eine Schrift hieß Agrepolis, da konntest du dann, was war das? Römische Gebäude hast du dann so. ja, oh Gott. Das Aquädukt ja. War dann plötzlich Scheiße. So ein ganzer Satz, weißt du? Ja. Moment mal. Halt du bist Architekt oder schreibst du mir das Brief über? Gab's das nicht auch mit Tieren und mit Pflanzen? Ja. Diese ja. Scheiße. Ja. Das gab's auch mit so, wenn man zum Augenarzt geht, gibt's auch mit diese Kreisen, die auf verschiedenen Seiten offen sind. Ja. Ja. Scheiße, ja. Fuck. Ja, das sind so Dinge, die braucht einfach keine Sau. Die doch Word. Gibt's ja das. Word war ja damals zur älteren Zeit eh noch das größte Rage-Spiel mit dieser hässlichen Büroklammer, die jeder gehasst hat. Das ist die größte Sau war, die sogar. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn er dir diese Tipps gegeben hat. Ja, diese Tipps bzw. Hilfeklammer, ja. Ja, das war die neu. Du hast doch plötzlich was falsch geschrieben. Guck mal, ich zeig dir mal, wie man das richtig schreibt. Halt die Fresse, Alter. Ich fühl das so. Ja, wenn du den nicht ausschalten konntest und du konntest ihn nicht ausblenden und der hat deine kompletten Eingaben gefriest. Du konntest ja nichts mehr drücken, wenn dieses komische Ding da gesammelt hat. Das war das zwanghafte Hilfsprogramm. Ja, das zwanghafte. So was bräuchten irgendwelche Drogen-Junkies, die auf kalten Entzug sind, weißt du, wenn ich in Wörter schreibe. Nee, das ist, ganz ehrlich, was ich glaube, das ist das Baby von Cortana gewesen. So nervig wie Cortana heute ist, so scheiße war diese dumme Dreckklammer früher. Boah, bei uns haben das zuerst gehört. Patentbox. Aus einer Scheißklammer wird Cortana. Das war bestimmt so ein Experiment gewesen. Ja, es sollte Cortana werden, das haben sie damals schon gewusst. Damals. Ja. Haben sie diese Klammer so digital aufgeschmolzen und dann haben sie so einen Kreis. So einen ganz alten, mittelalterlichen Hofschmied haben sie geholt, der schmiedet dann aus dieser Masse
die da aus der Dreckskammer rauskommt, da spielt er dann Katana. Oh, ja. Katana. Dann macht es zum Earrape. Hätte lieber Katana gemacht, ne? Ja. Ja, also, weißt du, dann blitzt es, gibt zum Earrape, weißt du, dann ist sie geboren. Boom. Dann geht's los. So, ihr macht digitale Sachen, bitteschön. Ja. Für das Human Eye. Ein cooler Comic. Ja, weißt du, so wie Nemo, ne? Wer Anime-Zeichner verdient, fett Kohle. Na, nichts gegen dich, Max, aber ich glaube, es wäre besser, wenn du bei Strichmännchen bleibst. Ja, glaube ich auch. Strichmännchen. Schneckchen. Schneckchen. Oder skurrile Skulpturen. So skurril sind die gar nicht. Man kann erkennen, was es ist, wenn man gerade dumm ist. Nein! Die ärgern will. Skurrile Skulpturen. Wow, das sind ja Skulpturen, die man erkennt. Nein, skurrile Skulpturen. Das ist wie die Kunst, die Homer damals gemacht hat mit diesem Grill. Wo es dann alle kamen so, oh, das ist aber toll. Ja. Und man dann nur einfach auf der scheiß anderen rumgeraged ist. Eine Schubkarre reingeschmissen und dann eingepennt. Ja, Le Grille, was heißt Le Grille? Das ist so. Allein die Anleitung ist voller Beton, jetzt kann ich sie nur mit Französisch lesen. Verdammt, was heißt denn Le Grille? Vorsicht, bremst mal da vorne ein bisschen. Ja. Die rausfliegen. Ja. Ich verarsche dich mal. Ah, guck mal! Oh, da wäre eine Kurve, Alter! Da wären wir definitiv geflogen. Ja. Die ist schon so schnittig. Mehr oder weniger. Ich bin 26, Jonas ist 10 und Max ist 11. Ich habe gestern zum ersten Mal ein Bild gesehen von diesen Teermaschinen, die diese Rennstrecken machen. Ja. Die so gebogen werden. Voll krass. Okay. So eine Teermaschine, die ist eben auch auf die ganze Länge von diesem gewölbten Straße eben und dann passt sich über so ein Meterstück an Teermaschineneinheit passt sich der Straße an. Richtig krass. Okay. Ach so, dass sie so einzelne bewegen kann, die kenne ich. Aber die siehst du nicht so häufig. Ja, natürlich nicht. Wo baust du schon so eine Straße? Außer auf Rennstrecken, dann siehst du sie eh nicht, weil es irgendwo in der Pampa ist. Mhm. Du musst ja dann schon hinfahren. Stimmt, ich muss noch Rezension von Project Cars 3 lesen. Verdammt, der Scheiße. Was? Project Cars 3? Weißt du das noch nicht? Oder ich hab's vergessen, das kann auch sein. Ich glaube, ich habe es denn echt. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich glaube, das noch gar nicht. Es gibt seit Anfang September Project Cars 3 mit dem Thomas, ja. Nee, das wusste ich noch gar nicht. So asozial und kacke das letztes Mal war, gibt es jetzt Project Cars 3 in einer der coolsten Bewertungen, die ich ganz, glaube ich, am Anfang gefunden habe von dem ganzen Gedöns war. Da Project Cars 3 ja ein Arcade-Spiel ist, würde diese Bewertung für ein Arcade-Spiel haben. Dachte mir auch so, okay, wenn da jetzt schon so jemand anfängt, oh mein Gott. Ist also Project Cars 3 noch schlechter als Project Cars 2 oder was? Anscheinend. Ja, wenn jemand schon mit anfängt, dass es ein Arcade-Spiel ist, also quasi, dass es sich arcade-mäßig verhält. Also ich weiß nur, dass jegliche gute Einstellungsfunktionen, die man damals hatte beim 1 und beim 2, komplett rausgestrichen haben. Ach du Scheiße. Dass sie die einfach weggeknipst haben. Ja, wir können ja mal davor mal anhalten und voll gewinnen. Wenn Platz ist. Ja, unter der Brücke da. In der Lagerfeuer. Also egal, wenn wir die Spur stellen. Einfach. Kommt da dann? Nö. Gut. Jetzt sieht keine Sau da außer uns. Ich roll noch davor bis zum Schild. Welches Schild? Sind so viele. Das gelbe hier gleich. Nach der Laterne. Das ist die Laterne und jetzt kommt das gelbe Schild. Ah. Quasi hier vor der Abfahrt. Ja. Und so. Oh, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.